Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Für mich geht es jetzt gleich nach Wetzlar. Ich habe da nochmal einen Wettkampf. Das ist der letzte Wettkampf, bevor es dann nach Tokio geht. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Kann jetzt auch ohne Druck rangehen und es einfach nur genießen und nochmal einen hoffentlich einen guten Wettkampf machen. Wir fahren diesmal nur zu zweit hin, sogar ohne Trainer, was eigentlich selten der Fall ist. Das heißt, wir fahren auch selber Auto. Aber ich freue mich eigentlich, es wird ein ganz geiler Girls Roadtrip. Deswegen dachte ich, nehme ich die Kamera auch mal mit und vlog noch so ein bisschen. Mein Trainer ist nämlich gerade auch bei der U23 Europameisterschaft, deswegen fahren wir dieses Mal nur zu zweit hin. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon genug Podcasts runtergeladen für die Fahrt. Ich glaube, wir fahren um die 5 Stunden. Und wir können uns auch zum Glück abwechseln. Das Wetter ist eher so miserabel, also es regnet die ganze Zeit. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht die ganze Fahrt, weil ich finde es immer super anstrengend, bei Regen zu fahren. Und ja, machen wir uns jetzt gleich auf den Weg. Gestern sind übrigens auch die Olympia-Koffer angekommen mit den ganzen Klamotten. Ich hatte da vor ein paar Wochen schon eine Anprobe. Von dem her kenne ich die Sachen schon, aber es ist einfach unfassbar viel. Also es ist der ganze Koffer voll. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das alles mitbekommen soll, weil ich habe ja dann noch gar nicht meine eigenen Sachen dabei. Ich glaube aber, wir dürfen mit 2 Koffern reisen. Hier sind auch nochmal Taschen und Schuhe drin. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die Koffer finde ich auch sehr schön. Falls ihr euch wundert, es kamen auch schon ein paar Fragen. Das Ganze ist von Adidas, also die Olympia-Kollektion ist immer von Adidas. Und ich werde ja von Puma gesponsert, das ist aber in dem Fall dann kein Problem oder geht halt auch nicht anders, dass ich dann Adidas trage. Ich kann euch ja mal ein paar Sachen zeigen. Das ist hier zum Beispiel jetzt so eine Regenjacke, die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Hier haben wir so eine Weste noch, so eine Zipperjacke. Ich finde es auf jeden Fall mega, dass da auch die Olympischen Ringe mit drauf sind. Hier sind zum Beispiel ein paar T-Shirts und hier haben wir noch Adiletten mit Team Deutschland drauf, auch sehr cool. Bei den Schuhen sieht die Sohle aus wie Ramen-Nudeln, finde ich. Und hier noch ein paar Turnschuhe. Dann ist das zum Beispiel das Kleid, das wir alle zur Eröffnungsfeier anziehen. Oder eine Jogginghose, eine Tight. Hier haben wir noch eine kurze Hose bekommen. Aber am coolsten finde ich, glaube ich, sogar das Handtuch hier. Weil das kann ich danach auch noch weiter benutzen. So, wir sind jetzt gerade auf dem Rastplatz. Michelle hat für uns gekocht. Yes. Wir essen Linsensalat. Wir haben gerade noch unseren Trainingspartner beim Laufen zugeschaut. Der hatte heute auch Wettkampf. Der läuft die Europameisterschaft gerade. Und ja, machen jetzt ganz kurz Pause. Wir fahren aber auch noch 3 Stunden. Also wir haben eigentlich noch ordentlich was vor uns. Es hat die ganze Zeit geregnet. Und ja, dann gehen wir heute Abend noch einen Auftakt machen, ne? Ja. Und noch was essen. Gut. Und dann geht's morgen ab. Ja. Wir haben einfach... Wie viel lange haben wir gebraucht? 6,5 Stunden. Wo bist du da? Ja, also fast 7 Stunden Autofahrt. Das war echt mega lang jetzt. Vor allem, weil wir halt wirklich alles selber fahren mussten. Es wird morgen mega anstrengend nach dem 400er dann den ganzen Weg wieder nach Hause. Es hat auch eigentlich die ganze Zeit durchgeregnet. Aber hier ist jetzt eigentlich ganz schönes Wetter. Ich hoffe, es bleibt für morgen auch so. Jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen was zu Abend essen. Eigentlich wollten wir auch noch einen kleinen Auftakt machen, uns noch ein bisschen durchbewegen. Aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Weil wir jetzt einfach so spät angekommen sind. Deswegen, ja, gucken wir jetzt gleich mal, wo man gut was essen gehen kann. Und dann passiert heute auch nicht mehr viel. Yay. Er hat halt das Startsignal gegeben. Und dann habe ich halt sozusagen... So, wir waren jetzt gerade noch beim Essen. Ich hatte einfach nur 6 Tortellini auf meinem Teller. Ich dachte echt, das ist eine Verarsche. Ich habe mir da nochmal Bruschetta bestellt und dann war ich auch einigermaßen satt. Und jetzt schauen wir gleich noch Bachelorette. Ich hoffe, dass das Internet funktioniert. Wir wollen es noch online gucken. Und ja, dann werden wir, denke ich, schlafen gehen. Ich bin auch schon so müde von der Fahrt. Von dem her werde ich heute auf jeden Fall sehr gut schlafen, glaube ich. Und ja, morgen, wie der Tag aussieht, müssen wir nochmal genau gucken. Wir laufen aber, glaube ich, gegen 16 Uhr die 400 Meter. Und von dem her haben wir morgen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und müssen zum Glück nicht so früh aufstehen. So, ist jetzt der nächste Morgen. Wir waren schon frühstücken. War echt ganz gut, gell? Ja, war ganz lecker. Und jetzt gehen wir gleich auch schon wieder Mittagessen. Haben heute genau nichts gemacht bisher, außer im Bett gelegen und Fernsehen geschaut. Wir haben die ganze Zeit versucht, Bachelorette zu schauen. Hat nicht gut geklappt. So nervig, ja. Ja. Das Internet ist leider zu schlecht. Genau, jetzt fahren wir gleich noch was essen, dann fahren wir ins Stadion. Und dann geht's auch schon los. Yay! Bist du ready? ja, soweit man ready sein kann, ne? Ja. Fürs Sterben.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt, dass es nicht regnet und es auch nicht so windig ist. We will see. Yes! Ich bin noch am Überlegen, welches Trikot ich anziehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das Langarm anziehen soll oder das Kurze. Welches findest du cooler? Es ist heute warm, deswegen sagen kurz, aber sonst finde ich das Langarm echt schön. Ja, ich finde es eigentlich auch cooler, ist mal was anderes, aber ich glaube, ich ziehe auch das Kurze an, weil ich weiß nicht, ob es sonst zu warm wird. Ich habe vergessen, es vorher aufzunehmen. Wir sind noch essen, es gibt noch Kartoffeln. Sehr, sehr lecker. Wir sitzen jetzt hier noch in der Wetzlarer Innenstadt. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich es ganz aufessen soll oder es zu viel ist. Ich glaube, ich wage es. Ja, mal schauen, ob ich mir noch was mitnehme für später. Die haben es gut. Die machen sich einen entspannten Tag. Wir laufen. Wir müssen natürlich wieder laufen. Carla ist wie gesagt mit dabei, die sechste der deutschen Meisterschaften von Braunschweig, genauso wie die Dame auf der Band 5 jetzt. Das ist Alisa Schmidt vom SCC Berlin. Von 2030. Start geglückt für unsere Viertelmeilerinnen, von denen wir sowohl Carolina Palic, Alisa Schmidt, Laura Müller, Nadine Gonska als auch Hanna Mergenthaler bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Staffel sehen werden. Und Laura Müller ist da bisher am stärksten unterwegs, ist schon zu Alisa Schmidt aufgelaufen, auch Nadine Gonska auf der Bahn 3 stark unterwegs. Aber jetzt kommt natürlich noch die Kurvenvorgabe dazu. Dann schauen wir mal, wer hier als Erste auf die letzten Meter kommt. Und das sieht mir nach Laura Müller aus, die Zweite der deutschen Hallenmeisterschaften von Dortmund. Aber Nadine Gonska kommt nochmal. Das sind die beiden, die vorne sind. Carolina Palic beißt dahinter, auch Alisa Schmidt und Hanna Mergenthaler noch gut mit dabei. Wer ist am Ende vorne? Nadine Gonska oder Laura Müller? Aber Nadine Gonska hatte am Ende das beste Stehvermögen, war vorne und gewinnt hier in einer tollen Zeit. 52:18, die haben sich richtig... Yay! Es gab Bier, aber alkoholfrei. Natürlich. Und wir haben sogar eine Goodiebag bekommen, also richtig krass hier. Mega. Und gehen jetzt gerade zum Auto und fahren wieder nach Hause, haben jetzt noch 6 Stunden Fahrt vor uns. Es ist, glaube ich, schon 6 Uhr, also wir kommen heute auf jeden Fall mitten in der Nacht an, ja. Aber ja, ich bin ganz zufrieden mit meinem Wettkampf. Es war nochmal eine Saisonbestleistung. Hoffen wir eine kleine, aber 52,7 irgendwas, ich weiß es gerade gar nicht. Und bin damit einigermaßen zufrieden. Ja, bei mir war es nicht so. Also geht besser, aber passiert auch manchmal, so ist es im Sport. Ja, auch wieder heute in Wetzlar ist es immer so, dass die zweite Kurve mega windig ist. Ja, jedes Mal, wenn man hier rennt. Ja. Aber ansonsten hat es nicht geregnet und es war zum Glück relativ warm. Ich hab neue Spikes bekommen und hatte jetzt beide paar Spikes dabei. Kurzer Panikmoment. Ja, und ich wusste noch nicht, mit welchen Spikes ich laufen soll. Habe mich dann doch entschieden, mit den älteren Spikes zu laufen, weil ich die anderen noch nicht genug eingelaufen bin. Und wollte meine Spikes eine halbe Stunde vor meinem Start anziehen und habe dann gecheckt, dass ich zwei verschiedene Paar Spikes dabei habe, zwei quasi. Zwei linke, glaube ich. Ja, zwei linke Spikes. Und ich habe voll eine Panikattacke bekommen, weil wir halt in einer halben Stunde laufen und ich musste nochmal aus dem Stadion raus und wusste auch nicht, wie ist es mit dem Corona-Test, komme ich wieder rein und musste zum Auto laufen und ja, hat aber zum Glück alles geklappt. Und wir hatten auch noch voll Verspätung vom Laufen, ne? Deswegen eine halbe Stunde oder so. Schön rumgegammelt. Ja, von dem her hatte ich auch noch genug Zeit dann. Aber das passiert mir auch nicht nochmal, ey. Nein. Wir gönnen uns jetzt noch KFC. Haben wir uns verdient, oder? Ja. Und nochmal Eis. Es ist jetzt endlich dieses Frozen Joghurt Eis. Wir haben bei jedem Wettkampf haben wir bei McDonald's gehalten auf dem Rückweg und wollten dieses Eis haben. Und jetzt. Ja, es gab es nie und jetzt haben wir es endlich bekommen. Ja, mit Himbeersoße und Oreo. Mal gucken, wie es schmeckt.
So, so Frau Schmidt. Wir machen den Taste-Test. Ja, mal gucken. Wie Frozen das schmeckt. McFlurry. Hast du umgerührt, ja, ne? Mhm. Okay. Ja. Ja, ist geil. Ist richtig lecker. Find's besser als ein normales McFlurry. Ja, viel besser. Mit Oreos halt auch richtig geil. Mhm. Mhm. Haben wir lange drauf gewartet. Ja. Hat sich gelohnt. Mhm. Geil. Also lohnt sich, Leute. Ich habe gestern gar nicht mehr gevloggt, weil wir dann so spät nach Hause gekommen sind und so kaputt waren, dass wir einfach nur noch ins Bett gefallen sind. Michelle hatte dann auch noch bei mir übernachtet, weil sie hier von mir aus noch mal eine Stunde mit der Bahn hätte nach Hause fahren müssen. In Berlin hat man ja teilweise wirklich lange Wege und deswegen ja, hat sie noch mal bei mir geschlafen und ist dann heute Vormittag gefahren. Meine Beine haben dann noch so weh getan von der langen Fahrt, nach 400 Meter ja sowieso, aber die 5 Stunden Autofahrt waren dann echt noch mal anstrengend. Und ja, ich beende jetzt aber auch diesen Vlog hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne eure Kommentare und ich freue mich auf euer Feedback.